Tag Leute und herzlich willkommen wieder zurück bei Wolfenstein 2, The New Colossus, in den DLCs, den Freiheitschroniken, denn Freiheit ist nicht nur mir, nicht nur euch, nicht nur denen da wichtig, sondern ist wichtig für die ganze Welt. Und Gunslinger Joe ist unterwegs im Band 3. Wir haben unseren Vater das letzte Mal gerettet und jetzt geht es auf zum großen Showdown. Und da wollen wir nicht lange quacksalbern, ich würde sagen, wir starten direkt durch. Du bleibst hier, Papa. Und ruhst dich aus, ja? Mach ihnen die Hölle heiß, Sohn. Nach Springfield reiste ich durch den mittleren Westen. In mir brannte ein Feuer. Ich hatte nur ein Ziel. Roderick Metze zu vernichten. Ich war ein Jäger. Ein Raubtier, das einer Blutspur folgte. Und meine Beute führte mich zum Topeka Raumfahrtzentrum in Kansas. Das Feuer loderte in mir auf. Und ich wusste, dass mir ein großer Kampf bevorstand. Metze hatte kalte Füße bekommen. Er hatte sich im Raumfahrtzentrum in Topeka verschanzt. Doch vor mir konnte er sich nicht länger verstecken. Das stimmt. Metze. Deine metzgereischen Angelegenheiten mögen nun endlich enden. Wir haben dich verfolgt, die ganze Zeit. Er war großkotzig, Mr. Metzi, ne? Das war klar. Er hätte uns töten können, er wollte sich selbst nicht die Hände schmutzig machen, deswegen hat er das delegiert an irgendeinen so Oberdönitz. Und der hat es natürlich nicht gebacken gekriegt. Und jetzt wird sich das natürlich rächen. Gewisse Fehler im Leben sind nun mal einfach nicht verzeihlich. Wie geil ist das? Sind wir hier reingedonnert? So, Granatenhammer, unsere Dosenhammer. Haben wir alles. Okay, let's go! Es ist aber auch immer wieder geil, ne, da einfach mal so schön durchzubrechen. Okay, finde Metzes Büro. So, gibt so viele Dosen. Warum kriege ich hier so viele Dosen? Die brauche ich ja gar nicht. Yeah. Akimbo-Action. Warte, war da nicht gerade noch Munition? Habe ich da nicht gerade... Ja, irgendwo vor uns ist noch was. So, okay. Seid ihr bereit? Let's go! So, Metzi. Let's fetch the Metz. Ja, warte. Bitteschön, Granate fliegt. Einfach mal gucken, wer da so schön reinrennt. So, durch die Kiste können wir durchgucken. Der lebt noch, der Halunke. Der will noch auf den Sack. Das Gute ist, hier ist schon mal kein General. Ich habe den irgendwie da erwartet, dass wir jetzt komplettes Hirn hier rausschießen. Das war nicht der Plan, aber irgendwie hat es mich dann doch sehr befriedigt. Ja, ich weiß, meine Befriedigung ist irgendwie sehr merkwürdig. So, war da mir ein Stückchen Torte? Ja, gerne. Ich meine gerade auch dieser Kampf, der hat uns definitiv viel Energie gekostet. So, die Karten. Bis jetzt habe ich den Sinn hinter diesen Karten noch nicht so richtig gefunden. Da die Wege dann doch relativ ersichtlich sind, obwohl ich dadurch wahrscheinlich in irgendeiner Form Geheimgänge oder sowas sehen könnte. Aber was soll ich jetzt damit einmal anfangen, ne? Wir haben das bis jetzt nicht gemacht. Was soll denn das? Wir haben ja nun auch mal ein Ziel, das ist McMetzi platt zu machen. Und da fange ich jetzt nicht hier an, irgendwelche Geheimräume zu suchen. Wir fokussieren uns aufs Wesentliche. So. Sehr gut. Warte mal, die andere Knarre können wir auch nochmal nachladen. So, okay. Haben wir alles. Sehr schön. Das hat mir schon richtig gut gefallen. Ah, hier kommen schon die Nächsten. Was? Ich? Was soll denn das? Was wollen Sie von mir? Hallo? Das ist nicht Ihr Zuständigkeitsbereich. Ich möchte Sie darauf hinweisen, dass Sie im Abschnitt 44 zuständig sind. Ja, so ist das, ne? Wenn du einmal den Fuß in die falsche Zuständigkeit betrittst, so ist es auch bei den Bullen. Einmal reingesetzt, vorbei. Da kommt irgendwo ein anderer Typ. So, stehen geblieben. Wo hat der geschrien? Wo haben Sie geschrien? Ah ja, da hat er geschrien. Sehr gut. Ah, der war ein bisschen besser gepanzert, aber hat auch nicht viel mehr ausgehalten. Der ist der Beste hier.
Der ballert doch hier durch. Das kann ich doch auch. Boah, ey, das ist geil hier. Ich habe das Gefühl, die Bluteffekte sind hier ein bisschen härter als im Hauptspiel, oder? Vielleicht kommt es mir auch nur so vor. Wenn ihr richtig schön den Schädel trifft, dann kommt die rote Suppe aber auch rausgetropft. Das sind halt Supersoldaten, ne? Da wird einfach nochmal ein bisschen Blutkonserven wurden da nochmal aufgefüllt. Da war doch irgendwo ein Zettel. Wichtiger Zettel, was haben wir da? Notiz von Metze an die stolze Elite Germaniens. Das ist die Elite. Na, da will ich gar nicht wissen, was die Luschen hier zu sagen haben. Alter, geil. Ein Polylux. Gab's den damals schon? Gab's es damals schon? Polyluxe. Obwohl ich nie weiß, ob das wirklich die Mehrzahl ist von Polylux. So, oh, geil, Alter, guck dich das an. Den Arm einfach abgeschossen. Die Elite, also der Zusammenhalt ist nicht so besonders groß, oder zumindest im eigenen Körper. Oh, ich liebe das auch einfach mal, ne? So reinzugehen, ein paar Mal drauf zu schießen, dass die dann einfach instant so sterben. Sowas ist einfach geil hier. Ja. Es ist einfach geil, wenn hier die Leichen sich langsam häufen. Es ist schön. Ja, es tut mir leid. Ich finde es halt geil im Videospielen. Da gehört es dazu. Warum kriege ich hier so viel Energie? Brauche ich gar nicht. Ich will jetzt mal die Waffe benutzen. Ich habe das Bedürfnis, irgendjemanden platzen zu sehen. Oder? Ach nee. Nehmen wir mal die Pistole, die war auch irgendwie geil. Okay. Jawohl. Ordentlich mit Schmack. Konnte ihn sogar riechen. Hat wie beim Zahnarzt gestunken. Werde nie wieder zum Zahnarzt gehen. Habe ich mir auch gesagt. Aber irgendwie gewinnt dann immer der Zahnarzt. So. Mr. Metzi. Zeitungsartikel 1950. Die neue Wahrheit spricht wieder zum Volk. Und zu Mr. Metz. Das ist eigentlich ein geiles Büro, oder? Ich meine, ein bisschen unaufgeräumt. Hier hat er so seine Musikanlage. Eine fette HiFi-Anlage. Hier vorne kann er schön Videos gucken. Und hier, ich meine, es ist ganz ähnlich zu meinem. Mein Zimmer ist ein bisschen kleiner, aber ansonsten hier die Let's Plays machen. Eigentlich geil. Eigentlich geil. Also, Metzi. Und was ist das hier? Das Übergewehr. Ich habe das Gefühl, das brauchen wir. So, okay. Sehr geehrter Generalstab, eine brutale Machtdemonstration ist die einzige Möglichkeit, den wachsenden Widerstand im Mittleren Westen einzudämmen. Kann es sein, dass wir gleich überrannt werden? Hier gibt es nämlich so viel Zeugs. Die Erde kreist, ist bald einsatzbereit. Ich schlage vor, dass ich von der Venus aus einen Angriff koordiniere, der alles in Region 2 und 3 des amerikanischen Gebiets verbrennt. Ja, diese Regionen würden dann viele Jahre lang unbewohnbar sein. Aber Sie stimmen mir sicherlich zu, dass es notwendig ist. Ich freue mich auf Ihre Entscheidung. Auf Wiedersehen. Okay. Also, der will. Also auf die Venus geflogen, um Amerika zu zerstören. Aber ich würde nicht zulassen, dass das Spiel so endet. Ich musste einen Weg in die Raketenabschussstation finden. Vielleicht gab es irgendwo eine Öffnung. Eine Öffnung. Hier, oder? Nicht? Ist das nicht so ein Raumanzug, wo man eintritt und dann wird man weggesaugt? Das heißt, es geht jetzt echt nochmal auf die Venus, oder was? Oder meint er vielleicht einfach mit Öffnung diese Tür? Tür 4. Die Tür ist es nicht. Es ist ein Geheimgang. Es ist definitiv ein Geheimgang, ne? Das ist klar. So. Wo würde ich, wenn ich Mr. Metzi wäre, den Geheimgang verstecken? Auf jeden Fall natürlich im Büro, ne? Das ist klar. So. So. Wo hast du das versteckt? Hier. Da würde ich dran ziehen. Schön am Kippen. Ihr Dings. Das ist es nicht. Oder hier hinten, das ist bestimmt hier hinten. Die Käfer. Das ist eine sehr bekannte und sehr beliebte Band. Tja. Wo ist es? Ich kann Türen durchbrechen, aber diesen Holzkasten nicht. Geht nicht. Ist einfach zu heavy.
So. Keine Ahnung, was ich machen muss. Vielleicht da an diesen blauen Hebel von Polylux ziehen? Nee. Es wird ja irgendwie leuchten, ne? Sind das so viele Helme? Es ist doch wahrscheinlich hier in seinem großen Moni. Hier ist doch wahrscheinlich. Ich muss ja was drücken, ne? Limit erreicht. Die Cola-Dose kann ich nicht nehmen. Hier kann ich nichts machen. Was muss ich jetzt tun? Metzi! Sag mir jetzt, was ich machen muss. Muss ich hier vielleicht irgendwo durch die Wand brechen? Aber ich meine, das kann ja nicht jeder mal machen, oder? Wenn er auf die Venus fliegen will, der kann ja jetzt hier nicht jeder einfach mit Anlauf immer durch die Wand brechen. Das wird ja irgendwann auch teuer. Immer wieder diese Wand neu zuzumachen. Okay, vielleicht muss ich auch doch nochmal raus. WC ist es auch nicht. Die Nazis haben sich hier auch in Luft aufgelöst. Ich glaube jetzt nicht, dass es das unbedingt ist, aber durchsuche Metzis Büro. Wir müssen auf jeden Fall noch in Metzis Büro bleiben. Es steht ja da. Irgendwas da wird es sein. So, das geht auch nicht auf. Es ist irgendwas hier. Irgendwas, der Globus. Auch nicht. Limit erreicht. Hier hinter. Was könnte es sein? Ich habe das Gefühl, irgendwie muss ich draufhauen. Das kann doch nicht so schwer sein. Es muss doch irgendwas mit Hauen sein, oder? Das definitiv muss das mit Hauen sein. Geht gar nicht anders. Ist hier vielleicht irgendwas? Kann ich da was lesen? Nicht, dass ich unbedingt lesen will, aber... Das hier. Schade. Auch nicht. Scheiße. Ich hau jetzt einfach auf alles. Hier, ich rufe einfach auf der Venus an und sag, komm jetzt hier runter, Metzi. Jetzt ist hier... Jetzt wirst du ausgemerzt. Ausgemetzt. Tja, durchsuche das Büro. Jetzt suche ich und suche ich und finde es nicht. Kann ich hier vielleicht nochmal draufdrücken? Mache das jetzt hier! So, Leute, ich weiß es nicht. Das hat doch wieder was mit dem Käfern zu tun, sind wir doch mal ehrlich. Karl und Carla war das doch hier. Das war Karl und Carla, ne? Klar, kennen wir. Und das sind die Käfer. Also absolut geil. Hammer. So, hier, diese Ecke. Karl und Carla, ne? Hier, ich kenne mich aus. Das waren die Hits damals. Absolut geil. Durchsuche das Büro. Es wird sowas hier sein. Ah! Das kann ich kaputt hauen. So. Ich habe keine Ahnung, Leute. Ich weiß es echt nicht. Ich weiß es nicht. Durchsuche das Büro. Jo. Das gibt's doch nicht, dass die mir jetzt hier... Das muss einfach fließender sein. Ja, das hier. Na komm. Ey, Leute, ich gucke jetzt nach. Ist mir echt zu doof. Ist mir echt zu doof. Habe ich so überhaupt keine Lust drauf. Ich will jetzt schießen. Ne, ich gucke jetzt nach. Bis gleich. Tschüss. So. Hab nachgeguckt. Da, irgendwo. Hä? Nee, warte mal. Wo? Da. Hier. Da muss ich drücken. Das muss ich drücken. Ey, ganz ehrlich, ich habe überall geguckt. Das ist jetzt aber auch irgendwie ersichtlich gewesen, dass es das gewesen wäre. Ich, 2 Sekunden später hätte ich es eh gefunden. Hätte ich eh gefunden. Kein Problem. So, ich habe wirklich nur das geguckt. Kein Millimeter weiter. Deswegen. Das hat mich jetzt einfach zu sehr rausgebracht. Da wollte ich jetzt einfach... Jetzt will ich schießen. Jetzt will ich hier Tote sehen. So, Upgrade. Okay. Jawohl. Aber ich nehme definitiv die Pistole. Ich habe so Bock auf Pistolen-Action. Den ganzen Tag startet man nur auf Steine. Und dann gibt's nicht mal Terroristen zum Abknallen. Der Kanzler... Yes. Hedy McHeddenberg ist zurück. Jetzt werden hier Köpfe zum Platzen gebracht. Jetzt wird die Erde befreit. Und dann geht's auf der Venus weiter. So. Scheiße. So, das war eine dumme Aktion, aber um ehrlich zu sein, war mir jetzt nicht bewusst, dass da jetzt gleich Generäle kommen. Den ersten haben wir aber. 47 Meter ist der zweite weg.
Ich liebe die Pistole einfach. So, irgendwo hier drüben ist er. Der General! So. Lieber Herr General. Yes, damit haben wir ihn. Damit. Himmel. Penner. Gibt's einfach nochmal eine richtig schöne Backpfeife. Hier ist noch irgendwo einer. Mit Anlauf. Vor allem einfach nur auf die Hand gehauen. Wahrscheinlich durch den Druck, den man auf die Hand ausgeübt hat, sind alle Arterien im Kopf geplatzt. So richtig schön mit Schmackes auf den Finger gehauen. Das tut auch weh, ne? Also ich glaube, da stirbt man auch einfach. Das ist einfach so. Der Körper, der fällt da in so einen Schockzustand und sagt sich, ey, ich sterbe lieber, bevor ich diese Schmerzen irgendwo anders noch erleben muss. So. Das war jetzt natürlich nicht so, wie ich mir das eigentlich vorgestellt hatte. Ich wollte ja eigentlich so ein bisschen stealthy vorgehen, wenn möglich. Aber, ja, so wie immer, geht halt nicht bei mir, ne? Geht nicht. Der erste Gegner muss einfach instant dran glauben. Mit Schmackes reinrennen oder direkt erstmal die lauteste Waffe benutzen. Sehr schön. Und dann rumballern. So, damit haben wir auf jeden Fall wieder alles auf 100. Denn auf unerklärliche Art und Weise kriegen wir ja auch immer, lädt sich auch unsere Rüstung auf, was eigentlich gar keinen Sinn ergibt, aber ich will das nicht weiter hinterfragen. Ich finde das okay. So. Okay. Metzi! Hier ist doch schon wieder Dead End. Warum ist hier Dead End? Okay, das ist kein Timer. Muss ich hier irgendwas machen? Es sieht irgendwie so aus, als müsste ich hier irgendwas machen. Ein sauberer und ordentlicher Arbeitsplatz. Ach, das ist völlig überbewertet. Braucht man nicht. So ein bisschen Dreck gehört immer dazu. So dass man im Notfall auch wühlen muss, um gewisse Sachen zu finden. Ne? Ah, hier geht's rein. Das gehört irgendwie auch dazu. Das sind sowieso die allerschlimmsten Leute, die immer genau wissen, wo was auf dem Schreibtisch liegt. Das macht man nicht. Man braucht eine gewisse Wühlfunktion. So, okay. Mal überall drauf gelatscht und gehauen. Mac Metzenberg. Oh! Bin ein Friesenjung. Na, warte mal, wir haben noch die Waffe hier. Oh. Oh ja. Mit einem Knall und rups ist er weg. Das ist. Ach, das ist die Waffe. Die ist nicht so geil. Die ist nicht so geil. Ist da hinten vielleicht noch so ein Dicker? Nee, die ist nicht geil. Die ist nicht geil. Da ist das Risiko dann doch zu hoch, dass ich so lahmarschig bin. War das hier wirklich jetzt nur ein Gegner? Nur ein Gegner? Metzi, was ist hier los? Deine Widersacher, deine Handlanger. Da kommt irgendwie nichts mehr. Das kann ich nicht nehmen, ne? Doch. Sehr gut. So, nehmen wir einen Jump nach unten, oder? Ja! Okay. super. Er prescht nach vorne, hat mich so eingeklemmt, dass ich mich nicht bewegen konnte. Und mit zwei Schlägen war ich tot. Ja. Ja. Geil. Muss ich sagen. Durchdacht. Durchdacht. Okay. Also manches ist wirklich so ein bisschen Try and Error. Mann, hättest du nicht eine Sekunde vorher hochgehen können? Nein, erst wenn ich da stehe, ne? Nimm es alles. Nimm es doch. So, wie machen wir das jetzt? Wo kam der denn her auf einmal? So. Wo, der hat mich wirklich hier zwischen diesen kleinen, zwischen dem Müllsack und der Kiste eingeklemmt. So ein fieses Schwein, ey. So ein fieses Schwein. Die Waffe ist auf jeden Fall ziemlich stark, die hebe ich mir mal auf.
Jawohl, es ist der neue Müllentsorgungsapparat. Alles bitte in den Arsch schieben. Das wird alles recycelt. Später dann. Mit Mensch. Was ist hier los? Hallo? Warte. Danke, danke fürs Warten. Vielen Dank. Also, sonst hätte ich das wirklich jetzt nicht so einfach hingekriegt. Also manchmal sind wirklich die Gegner auch sehr zuvorkommend. So, hier gibt es wieder guten Loot. Shoot to loot. Jetzt ist doch mal langsam Zeit, dass hier mal wieder richtig viele Gegner kommen. Wo ich einfach mal richtig fett hier die 100 Schuss runterbrate, oder? Wird doch Zeit. Wird doch Zeit. Granate kann ich nicht mitnehmen. Einfach zu gut. Dieser Fanfürdefranz, meine Güte. Der spielt das hier einfach runter. Als hätte er es schon x-tausend Mal gespielt. Dabei ist es komplett blind. Auch wenn er gerade gestorben ist. So. Okay. Ne, dann machen wir es anders. Ich hätte halt so gerne einen Schalldämpfer. Aber ne.